Heyo zusammen und herzlich willkommen zu Neverwinter. Gerade eben, als ich gejoint bin, habe ich einfach mal dieses Fenster hier bekommen. Und ja, irgendwas habe ich gerade erzählt bekommen von der zweiten Kraft, die ich irgendwie freischalten kann. Ich habe allerdings keine Ahnung, worum es geht. Da oben sind noch Patch-Files. Ja, ich bin wie immer ein bisschen durcheinander. Aber das erstmal Intro, bitte. Danke. So, jetzt aber richtig. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neverwinter. Ja, ich habe gerade ja dieses komische Fenster gehabt und habe festgestellt, dass ich hier unten, wenn ich ganz kurz F2, glaube ich, war das, hier unten kann ich jetzt eine zweite tägliche Kraft freischalten. Irgendwas hört sich gerade im Hintergrund verdammt laut an. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wie ich das jetzt genau machen kann, bin ich mir unsicher, aber ich glaube, das wird mir dann auch noch erklärt werden. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bisher habe ich ja immer nur eine tägliche Quest machen, tägliche Kraft haben können, die aber trotzdem schon ziemlich reingehauen hat. Und jetzt wollte ich diese Quest hier noch zu Ende machen und folge den Kurtisanen mal durch dieses komische Portal. F drücken, danke. Ja, warum nicht? Sieht ja schon stark aus, ne? Kann ich näher ran? Nein, ich kann nicht näher ran. So, hier sind die nächsten Kurtisanen. Heißen die eigentlich so, ne? Irgendwas mit Sa. Oh, hey, wie kommen die da hin? Ich will da auch hin. Das ist bestimmt eine mega Aussicht. Cool. Ja. Wo habe ich beim letzten Mal eigentlich aufgehört? Ich weiß, dass ich. Junges bürgerliches Mädchen. Ich weiß, dass ich mich grundsätzlich unglaublich schnell ablenken lasse. Und deshalb es für manche ziemlich schwierig sein wird, mir hier zuzusehen. Ich werde aber mir richtig viel Mühe geben, das jetzt mal zu ändern. So, hier ist die dritte Sphäre. Damit habe ich dann alle. Mein Gott, wie laut das einfach ist. Damit habe ich dann alle drei von hier zusammen. Oh, guck mal unten, meine T Daily Quest-Gedings hier ist. Aktionspunkte sind bei 100%. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich finde es cool. Finde ich nice. So, die drei habe ich jetzt gefunden. Muss ich wahrscheinlich zu dem Fritzen zurück und dem das sagen, dass ich alle drei gefunden habe. Ich habe aber vorhin, als ich meine E-Mails nachgeguckt habe, etwas festgestellt. Und zwar hatte ich eine E-Mail von Perfect World bekommen, beziehungsweise von ARK oder wo auch immer diese E-Mails jetzt herkommen, dass ich einen Gutscheincode bekommen habe. Den konnte ich über ARK einlösen und habe jetzt hier besondere Belohnungen zugeschickt bekommen, die ich jetzt direkt mal auspacken werde. Nee, nicht verfassen. Eingang. Löschen. Nein, abbrechen. Wo zum Henker ist jetzt diese. Der sparkelt doch hier. Was muss ich denn hier machen? F drücken, Nachricht prüfen. Ja, mache ich doch. So, ja, von. Betreff, gibet nicht. Möge Timora euch. Bla, löschen. Ja, okay, löschen. Keine neuen Nachrichten. Ja, so viel dazu. Vielleicht muss ich das auch in einem anderen Briefkasten testen. Aber das sparkelt doch. Warum denn, wenn ich keine Nachrichten habe? Kann man das hier irgendwo? Ist das hier? Anscheinend nicht. Was habe ich hier? Kräfte. Kann ich irgendwas freischalten? 10 Punkte ausgegeben und Stufe 10. Ach so. Nee. Kann ich irgendwas wieder erweitern oder wie oder was? Verfügbar 1. Verteilt 6, verfügbar 1. Was ist denn 1? Kann ich wieder irgendwas erweitern? Erdbebenschuss.
Ihr könnt dies erst nutzen, nachdem sie die Klassenmechanikkraft ihrer Klasse erlernt haben. Sprich, das hier. Wahrscheinlich. Bei 10 ausgegebenen Punkten und Stufe 10, welche ich bin, Stufe 6 und habe 6 Punkte ausgegeben. Ach so, verstehe, okay. Wann bin ich denn eine Stufe aufgestiegen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Es ist komisch, Erdbebenschuss. War das nicht dieses... Ach, das ist hier diese besondere Kraft. Würde ich aber sagen, würde ich das hier mal aufwerten. Oder? Soll ich? Aspekt des Falken? Reichweite plus 3 Fuß. Okay. Oh, ah, hier kann ich... Ah, okay. Pfeilregen. Oh, das hört sich geil an. Gegnung. Feuert einige Schüsse in die Luft, die in einem kleinen Gebiet herunterregnen. Nämlich. Auf E. Okay. Da. E. Okay. Okay, sehr schön, sehr schön. Jetzt habe ich aber immer noch keine Ahnung, wo ich meinen Dingsbums herbekomme. Ist egal. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Fritzen zurück und gebe dem seine Quest ab. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Es gibt hier noch so unglaublich viel zu entdecken in dieser Welt. Ich wollte eigentlich mal das, soll ich in das Häuschen mal rein? Später. Ich gebe dann erstmal seine Quest ab. Ist ja schon stark. Sieht cool aus, finde ich. So, Glitzerspur folgen. Ich bin irgendwie noch so der absolute Noob mit Stufe 6. Ich komme aber auch irgendwie... Das ist immer so ein bisschen... Was zum Henker? Es ist auch immer ein bisschen schwierig, das Ganze hier richtig zu machen, sage ich mal, und richtig weit zu kommen, wenn man davon ein Let's Play machen möchte. Voll schön. Weil man nun mal einfach in Let's Plays immer diese 20-Minuten-Parts hat. Ich kann ja auch mal längere machen. Ich muss ja eigentlich nicht... Oh, oh, kriege ich bei dir Reittiere? Hallo? Reittierhändler. Gib mir. Als ob ich mir jetzt schon ein Pferd leisten könnte. 5 Gold. Ich habe 6 Silber. Können wir handeln? Waterdeep Pferd. Kosten alle 5 Gold, ne? Ne, der hier nicht. Was Verleih wird beim Aufnehmen gebunden. Wie Verleih. Kaufen nicht möglich. Okay. Gut. Erforderliche Stufe 20. Das heißt, ich kann das sowieso noch nicht tun. Reittiertraining. Oha, sind das diese Astraldiamanten? Ich glaube, das sind diese Astraldinge. Was bist du hier für eine? Du siehst irgendwie... Zen-Händler. Ach nee, Zen will ich nicht. Zen ist dieses Ingame-Geld, das man aber irgendwie mit echtem Geld bezahlen muss, glaube ich, irgendwie sowas. Zen ist nicht gut. Gibt es, glaube ich, auch bei Perfect World. Heißt da, glaube ich, auch genauso. Deswegen weiß ich das. Hier ist nochmal einer. Ich bin... Ups. Upsi, upsi, nein. Nein. Mach das weg. Wie mache ich das weg? So mache ich das weg. Jetzt hätte ich beinahe angegriffen. Ich habe gerade noch Minecraft gespielt und da ist eh immer irgendwie... Hier kann ich rein? Taverne Treibholz. Gehen wir doch mal rein. Hallo. Hier gibt es eine Anschlagtafel. Und hier sparkelt was. Weil, ach so, weil es hier ein Lagerfeuer ist. Ui. Oh, ah, ich glaube, das sind... Sind das Instanzen? Sind das so... Ich weiß es nicht. Wer es weiß, kann es mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich wäre eigentlich sowieso auf Kommentare angewiesen. Das Problem ist, dass mir keiner kommentiert. Dementsprechend komme ich auch nicht sehr weit. Hallo. Wirtin. Das Stellenbrett. Überprüfen Sie das Stellenbrett in der Treibholz-Taverne. Zusammenfassung. Hinter euch an der Mauer da drüben befindet sich ein Stellenbrett. Es gibt... Die gibt es hier überall. Vor allem dort, wo sich Abenteurer versammeln. Sie bieten euch die Möglichkeit, Gerüchten nachzugehen. Für die anderen Abenteurer...
Für die andere Abenteurer nach Beweisen suchen, meine Gerüchte sind lokal, während andere Stellenbretter die ganze Stadt und sogar die gesamte Schwertküste abdecken. Zieht euch doch einfach selbst an, was das Stellenbrett so zu bieten hat. Klar. Ach, das war eine. Oh. Das war eine Quest. Cool. Ja gut, dann schaue ich mir das doch mal an. Hallo, Stellenbrett. Quest abgeschlossen. Nice, gibt mehr Erfahrungspunkte. Ach, das sind Ste. Okay. Das sind Quests, offensichtlich. Das sind eine Zentil- und Donnergebirge, die alte Anlage. Die Quest ist für die tägliche Foundry-Questbelohnung geeignet. Das sind Spieler, die hier Quests aufgeben oder irgendwie Hilfe bei bestimmten Quests wollen. Kann das sein? Irgendwie sowas? Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Klingt plausibel. Ach so, habe ich jetzt die Punkte schon bekommen? Offensichtlich habe ich die Punkte schon bekommen. Hier geht's jetzt raus. Habe ich jetzt eine Quest oder was? Auf der Suche nach Honor. Gehen Sie zu Ruinentunnel. Ja, mache ich gleich. Ich finde es allerdings sehr cool, dass man hier einfach so die Atmosphäre aufrechterhält. So, es gibt hier 100.000 Leute, die auch alle Namen haben und die hier ihr Leben vor sich hin leben, während man selber als Abenteurer hier durch die Gegend watschelt und hier, der Wirt. Ach, hallo. Kleine Heiltränke kann ich bei dir kaufen. Was habe ich denn hier eigentlich für ein Driss? Gebundene kleine Partyknall. Ach so, ja, wegen dem. Ja, genau, deshalb. Nee, brauche ich aber gerade nicht, danke. Mal gucken, was es hier oben so gibt. Dam, da, da, dam, da, da, dam, dam, dam. Noch ein Lagerfeuer gibt es hier. Der ist cool. Der gefällt mir. Ja, dieses Mal ist es eine relativ ruhige Folge, glaube ich. Es gibt wahrscheinlich wenig Action. Aber muss auch mal sein. Ich werde aber auch direkt eine Folge hinten dran packen. Also es ist jetzt irgendwie. Ich finde es immer unsinnig, hier so einzelne Folgen aufzunehmen. Ich werde hier auch mit Sicherheit jetzt ein bisschen vorproduzieren, weil, wie gesagt, unsinnig. Einfach immer nur 20 Minuten zu spielen, da erreicht man nichts. Hä? Okay, ich muss hier runter. Warum muss ich hier ru. Rebell der Nasher, Rekrut. Okay, Moment. Kurz. Moment, ich müsste eigentlich wieder meine Kampfmontur anlegen. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, probieren wir doch mal den Pfeilhagel aus. Was? Bams! Heiliger! Was war das? Ich bin einfach. Wow, das geht ja mal richtig ab. Sterbt, 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 sterbt. Wow! Das war mega cool. Gib mir mein Leben zurück. Ich habe kaum was verloren, aber ist egal. Oh. Da stürzt so ein bisschen was von der Decke. Ist da was? Da sind welche, ne? Bäm. Joa. Kann ich die looten? Ne, die lassen automatisch was fallen, ne? Die muss ich nicht looten. Das ist voll schlimm. Hat man irgendwie mal eine Woche lang das Spiel nicht gespielt hat und schon irgendwie alles vergessen. Arkane-Fähigkeit, ja, ist ja gut. Immer wenn es was zu mitnehmen gibt, bin ich dabei. Hey, Überraschung. Oh, scheiße, da sind ja noch welche. Hilfe! Oh, der ist groß, der ist groß, der ist groß. Der ist sehr groß. Hilfe! Gib mir das. Jetzt habe ich den nicht mal getroffen, wetten. Oh, das sieht gefährlich aus. Was machst du da, mein Freund? Nicht gut. Nein, lass mich. Aua. Getroffen hat er mich trotzdem. Ja, ich weiß, ich brauche ein Ziel, danke. Oh, Nasher-Töter. Ich habe 50 Nasher getötet. Was? Wann habe ich denn bitte schon mal diese Nasher getötet? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls. Oh, hallo. Ja, das kann ich tun, weil Elfe und so. Eisenerz und Eberesche. Soweit ich weiß, ist Eberesche ein gutes Material für Bögen. Überhaupt Esche und. Esche und Ulme oder irgendwie sowas in der Art? Ich
Ich meine, mich daran zu erinnern, dass das sehr gutes Material dafür war. Kiste? Bewacht von, ich wusste es. Schon wieder so einer. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brenne! Heiliger! Was ist das denn für einer, ey? Komm her. Ach, du bist ein Magier! Du bist ein Hexer! Hüpfisse! Oh, ich brenne schon wieder, ey. Ich bin so ein schlauer Mensch. Aua! Wäre es mal mit Ausweichen, Yari. Puh. Okay. Ja, Hexer sind schon so ein Völkchen für sich. Aber haben auch meistens gute Sachen dabei, glaube ich. Mach mal auf die Kiste hier. Boah, sieht gut aus. Kann man verkaufen und Kupfer nehmen wir. So, neuer Bereich. Könnte ein bisschen Heilung vertragen. Ich will aber nicht zurück zum Lagerfeuer. Ah, okay, nehmen wir das. Juhu. Das wird böse. Das wird ganz böse. Hey, war schon. Wow! Heiliger, die ist schnell. Wartet, 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 wartet. Lasst mich in Ruhe. Diese scheiß Lakaien, weißt du? Die sind am schlimmsten, ey. So, stirb du erstmal. Da. Stirb. Danke. Au! Okay, du warst irgendwie am Anfang mal schneller, meine Gute. Okay, wartet kurz. Ich will gerne, ich habe vergessen, wie ich das tue. Mit der 1 mache ich das. Bams! Nein, jetzt ist sie weggegangen. Scheiße. Ja, Nahkämpfer gegen Bogenschütze ist irgendwie. Ach so, da ist noch was zum Aufheben. Wartet, wartet. Jetzt. Der Schwarz. Jetzt kann ich mir die Krone nehmen, ne? Nee, Gewölbepaket. Was? War das alles, was die hatte? Hier muss doch irgendwo diese komische Krone sein. Was ist das denn hier? Ah, okay. Ah, okay. Ich glaube, diese Pakete halten nur einen bestimmten. In Honors Tasche befindet sich eine Notiz. Honor, dieser Abenteurer hat uns im Gewölbe gesehen. Wir können nicht in der Enclave bleiben. Enclave? Ich werde meinen Anteil verkaufen und mich dann nach Black Lake begeben. Bei Karsof. Und den Näschern werden wir in Sicherheit sein. Gothwen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Sachen überhaupt richtig ausspreche, aber es ist mir irgendwie auch ziemlich egal. Da gibt es noch eine Kiste. Oh, Kiste, Kiste, Kiste. Awesome. Stiefel des Spurenlesers. Annehmen, natürlich. Ziel erfüllt. Hier kann ich jetzt Protectors Enclave zurückkehren. Nein, ich will natürlich hier noch hinter. Und möchte gerne diese Truhe mitnehmen. Danke. Kupfer, Eisenerz, geschnitztes Kiefernholz. Ups. Alles. Ich habe ein Arkan-Paket. Wartet. Dann gehe ich jetzt aber nochmal, weil ich da hinten eins brauchte. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen blöd für euch ist, aber ich will da jetzt nochmal dahinter und dieses Arkan-Dingsbums, kann ich da schneller sein mit? Irgendwie bin ich mitgezogen, aber für schneller kann das sein. Wo ist dieses Arkan-Dingsbums? Hier war doch so ein Arkan-Dingsbums. Ich weiß, dass hier eins war. Irgendwo da ist eins. Da ist es versteckt. So, gib mir das. Leuchtblatt und Eisenerz. Cool. So. Damit würde ich sagen, beende ich den Part. Jetzt bin ich, glaube ich, schneller, wenn ich hier rausgehe. Nein, bin ich nicht. Ist mir jetzt egal. Damit würde ich sagen, beende ich diesen Part auch an der Stelle. Habe die Quest mit Honor beendet. Habe ein bisschen gequatscht, bisschen Scheiße gelabert, das Übliche. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wenigstens so ein bisschen gefallen und vor allem hoffe ich, dass wir uns dann im nächsten Part wiedersehen. So, auf nach draußen.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.